It is Wednesday, my dudes. Also gibt's wieder ein Grand Chase Video. Und ja, ich weiß, ist halt wieder voll ungewohnt, mich komplett rasiert zu sehen und so. Und naja, was soll ich dazu sagen, so. Größter Fehler meines Lebens. Aber egal, das zweite von vier Videos über das Spiel ist jetzt draußen und somit haben wir jetzt die Gelegenheit, dieses Spiel noch etwas genauer anzugucken. Wie weit bin ich im Gegensatz zu letzter Woche gekommen? Wie stark hat das Spiel in-game angezogen? Und sind jetzt In-Game-Käufe nötig, um überhaupt noch voranzukommen? Werde ich das alles beantworten? Keine Ahnung, ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe, aber schauen wir mal. Bekommen könnt ihr dieses Spiel auf eurem Android, auf eurem Apple, ganz normal im Play Store oder wenn ihr in der Beschreibung guckt, dann auch auf diesen Link klickt, dann könnt ihr es ebenfalls auf eurem BlueStacks spielen, also dieses Programm hier für PC und dann könnt ihr es halt auf dem PC zocken. Nächste Woche feiert das Spiel sein 100-tägiges Jubiläum und ich bin schon ziemlich gespannt, was auf uns zukommen wird, was für Events auf uns warten wird und das wäre jetzt die perfekte Zeit, sich jetzt anzumelden, damit man die ganzen Events noch mit erwischen kann. Wer an das Spiel Interesse hat natürlich, wer nicht, dann halt nicht. Aber naja, draußen ist wunderschönes Wetter, beziehungsweise es ist Abend, also morgen wird wieder wunderschönes Wetter sein und ja, fangen wir doch einfach mal wieder an. Es gibt eigentlich noch ziemlich vieles, was ich über das Spiel sagen kann. Hey, und auch werde. Fangen wir doch einfach mal mit dem Story Mode an. Wenn man hier alles richtig macht, kommt man ganz easy von Level zu Level. Hier wird es eigentlich in drei Welten unterteilt. In jeder Welt gibt es weitere Gebiete, welche man dann spielen kann. Jedes Gebiet hat so um die 10 Level, circa, also 9 Level hat jedes Gebiet. Und man sollte schon darauf achten, dass man jedes Level mit 3 Sternen abschließt, weil es dann beim komplett abgeschlossenen Level eine Belohnung gibt. Und wer mag schon keine Belohnung? Wenn ihr die erste Welt durchgespielt habt, könnt ihr in die zweite. Oder aber, ihr zockt diese Welt noch einmal, nur eben in einem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Das ist das, was ich gemacht habe. Und glaub mir, damit macht ihr nichts falsch. Ihr könnt natürlich dann beides machen, also ihr müsst nicht zwischen eins von beiden wählen oder so. Normalerweise solltet ihr bei diesem Schwierigkeitsgrad noch locker durchkommen und bei dem nächsten Schwierigkeitsgrad auch, wobei es hier ein bisschen schwieriger wird mit den 3 Sternen. Wenn ihr nicht mehr die 3 Sterne packt, dann geht einfach in die nächste Welt, denn dort ist es dann wieder ein bisschen einfacher, als wenn man mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad in der ersten Welt spielt. Die Story ist weiterhin ziemlich gut. Auch wenn ich das meiste skippe, weil ich keine Lust aufs Lesen habe. Wenn ich dann aber doch Bock bekommen sollte, dann kann ich das hinterher irgendwann trotzdem nochmal nachlesen. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass ich nicht gerne lese. Ich bin ein Mann der hohen Literatur. Oh fuck, hier ist das Nostalgie, was ich hier gerade mache. Holy shit. Vegetto, meine Freunde. Bestes Buch. Puh. Wenn es im Comic-Style kommt, schaue ich es mir auch wirklich weiterhin noch sehr gerne an. Da gibt es aber auch, je weiter man kommt, immer bessere Übersetzungen. Du, ich und einschließlich deiner Tochter. Es ist möglich. Alles verschwinden. Apropos Übersetzung. Manchmal haben sie sich auch einfach nur gedacht, ach, fuck it. Kein Schwein ließ sich doch diese Scheiße durch und haben es einfach im Englischen gelassen. Da muss ich schon sagen, dass es bei den Skills manchmal schon echt schwer ist zu verstehen, was die von einem wollen, wenn die versuchen es irgendwie zu übersetzen. Gegner, die durch Skillangriffe zugefügt werden, erhalten mentalen Schaden, der die Heilmagie für 8 Sekunden um 60% verringert. Nicht ganz so schlimm, aber hoffe, das wird halt noch überarbeitet. Also nicht das bei der Story und dem Arnold Schwarzenegger Deutsch, sondern das mit den Skills. Vor ein paar Tagen. Verdammt! Dekané nicht hier ist. Das finde ich ja eigentlich ganz schön amüsant und witzig, aber bei den Skills wäre eine Übersetzung, die nicht vom Google kommt, eigentlich schon hilfreicher. Man läuft jetzt also von Dungeon zu Dungeon, mäht alles nieder, vergisst dabei nicht, seine Charaktere vernünftig auszurüsten und hochzuleveln und ehe man sich versieht, hat man schon plötzlich 140.000 Kampfkraft. Ist zwar immer noch unter Goku im Kampf gegen Ginyu, aber was soll's. Dafür konnte ich mir 3 SR-Charaktere ergattern. Den einen habe ich durch Glück aus dem Zauberbeschwörungsspiel gezogen, einen bei einer abgeschlossenen Aufgabe und den letzten habe ich bekommen, als ich ein Event abgeschlossen habe. Achso ja, und meinen anfangs gewählten Charakter habe ich ebenfalls auf SR-Rang hochgelevelt. Wenn ein Charakter auf der höchsten Stufe ist, muss man denselben Charakter nochmal beschwören, damit man dann diesen dann opfern kann und halt auch wieder hochleveln kann und so ein Scheiß. Dadurch stuft man seinen Charakter hoch und dabei kriegt er dann pinke Sterne und wenn er 6 pinke Sterne hat, kann man den dann befördern in den SR-Rang. Wobei ich das schon ziemlich hart unnötig finde, weil er dadurch ziemlich viel Kampfkraft verliert. Zwar kann man diesen dann mit einer weiteren Sache ausrüsten, was aber die verlorene Kampfkraft nicht ausgleicht. Vielleicht habe ich irgendetwas falsch gemacht oder so, ich
bin halt ein bisschen retarded, aber wer weiß. Und wenn man keinen Bock mehr auf Story hat, dann geht man einfach in den Kampfmodus und kloppt sich da halt gegen den Dimensionsboss oder halt im PvP oder sonst etwas. Also, da gibt's auch noch so einiges, was ich jetzt wohl, denke ich mal, im Einzelnen besprechen sollte. Da haben wir den Turm der Versuche. Wer ganz lustig drauf ist, kann bis ganz nach oben klettern. Das wäre Rang 75 und die empfohlene Kampfkraft dafür wäre dann gut 295.000. Also, locker easy. Hier geht man immer in ein Level, bei welchen Monster spawnen, und ihr müsst sie dann natürlich in einem politischen Diskurs überzeugen, endlich zu sterben. Ich chille da, by the way, irgendwo in den 30ern Rängen rum, also ich hab noch viel vor mir. Ja, blöd gelaufen. Dann kommt der PvP-Modus, wo man Online-Ranglistenkämpfe bestreitet. Man greift jemanden an, welcher ein Verteidigungsteam aufgestellt hat. Das müssen wir by the way auch machen und ich habe ziemlich hart sehr spät gemerkt, dass man auch seine Hauptcharaktere damit reinfügen kann und die da halt nicht, wenn die in eurem Main-Team sind, da nicht irgendwie auch nicht rein dürfen. Also die dürfen da auch rein. Das habe ich irgendwie sehr, sehr, sehr spät gemerkt. Aber das war fürs Erste natürlich erstmal pure Absicht, um den anderen auch mal eine Chance zu geben. Ja, nee, eigentlich war ich wirklich zu dumm dafür. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass man, wenn man da halt sein Team hat, dann das auch noch dahin packen kann. Also für mich war es rein logisch gesehen nicht logisch. Aber naja, war halt doch so. Weiter geht es mit der täglichen Verteidigung. Hier kommen Monster, welche versuchen, eine Statue oder ähnliches anzugreifen. Also auch hier ganz simpel, macht Monster kaputt, bevor sie die Statue kaputt machen. Das kann man aber leider nur einmal pro Tag machen, weil die Belohnungen hier verdammt gut sind. Jetzt meine zwei Lieblingsdinger. Keine Ahnung, was man da machen muss, weil ich habe die selber noch nicht freigeschaltet. Also geht es weiter mit dem Dimensionsboss. Entweder man beschwört selbst solche Bosse und zerkloppt die, oder man hilft den Gildenmitgliedern, deren beschworenen Monster zu zerkloppen. Es gibt vier verschiedene Monster, die alle auch verschiedene Levelstufe haben können. Also es gibt denselben in Level 10 und in Level 20 zum Beispiel. Der Heldentum ist ähnlich wie der PvP-Modus, nur eben kämpft man hier nicht gegen ein Verteidigungsteam von einem anderen echten Spieler, sondern einem vorgegebenen Team, und auch hier kloppt man sich wieder die Ränge hoch. Insgesamt gibt es 40 Ränge, wohingegen ich erst bei knapp der Hälfte angekommen bin. Die letzten beiden Sachen sind das Zauberlabyrinth und der Weltboss. Beim Zauberlabyrinth hat man wieder eine begrenzte Anzahl am Tag und man muss wieder Dungeon überstehen, um gute Belohnungen zu bekommen. Ganz stumpf. Und der Weltboss ist, wie der Name schon sagt, der Boss für die ganze Welt. Jeder darf auf ihn draufkloppen, wie er gerade Bock hat. Allerdings kann man leider seinen Frust an ihm nur Freitag, Samstag und Sonntag auslassen, weswegen ich leider noch keine Aufnahmen von ihm habe. Aber nächstes Mal dann. Schön und gut, ihr habt vielleicht noch die große Frage, wo hier die Interaktion mit anderen Spielern bleibt. Dafür könnt ihr Spieler als Freunde einladen, einfach komplett random Freunde finden leicht gemacht und lädt einfach so irgendwelche ein. Oder aber man sucht welche. Sucht mich! Bitte! Verdammt, Nachschlager! Und natürlich kann man auch in eine Gilde gehen. So wie ich. Ich bin in der Gilde Germans. Aus offensichtlichen Gründen. Jemand hat's in die Kommentare geschrieben. Das bietet einem noch eine Menge. Hier könnt ihr Evo-Steine tauschen, wenn ihr gerade irgendwelche braucht, um irgendeinen hochzustufen. Natürlich könnt ihr auch mit dem anderen chatten und euch da vielleicht Hilfe holen oder einfach so Hallo sagen. Und was wäre eine Gilde ohne Gildenkriege? Richtig! Langweilig. Hier sind die Gildenkrieger aber irgendwie etwas anders, als ich gedacht hätte. Es ist wie beim PvP. Man wählt sich seinen Gegner aus und plättet diesen. Insgesamt kann man zwei aussuchen. Das Ding ist aber, dass man welche in seinem Kaliber nehmen sollte und keinen, der viel schwächer ist. Weil dann die Schwächeren aus der Gilde nur noch gegen die Stärkeren kämpfen können und das wäre halt ziemlich bitter für sie. Genauso können dann natürlich auch die aus der anderen Gilde euch angreifen, wovon man selber nichts mitbekommt, weil das euer Verteidigungsteam regelt. Kommen wir jetzt aber mal zu einer wirklich sehr harten Entscheidung. Was für einen SR-Charakter sollte man nehmen? Was ich auch diesem Spiel wirklich lassen muss und was ich wirklich sehr gut an diesem Spiel finde, ist, dass Nutzer auch Charaktere einfach bewerten können. Also sie können einfach von 1 bis 5 Sterne Charaktere bewerten. Und dann zu diesem Charakter vielleicht noch ein paar passende Worte finden und dann einfach das abschicken. Also, da wird schon einem sehr, sehr weit geholfen, wenn man nicht weiter weiß, welchen man nehmen soll. Aber jetzt kommen wir zu meinem Endteam, vielleicht, also was ich mir vielleicht aufstellen werde, wenn alles gut läuft. Aber das sieht gar nicht mal so scheiße aus, aber auch zugleich gar nicht mal so gut. Aber kommen wir einfach mal zu diesem Team. Rufus, also ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird, aber ich spreche das einfach so aus wie das Nacktmull von Kim Possible. Und ich weiß, er ist nicht der Stärkste, definitiv nicht wirklich, also er ist natürlich einer der Stärksten, er ist ein SR-Rang-Charakter und auch verdammt cool und so weiter. Aber ich habe ihn so overpowered und ich habe so viel in ihn investiert, dass ich eigentlich keinen Ersatz für ihn finden werde. Ja,
richtig sad life. Also der wird definitiv irgendwie drin sein und ich glaube mein Hauptmagier-Charakter irgendwie auch. Aber wenn ich nochmal alles neu würfeln könnte, dann würde mein Team so aussehen. Mit Elises oder Elises oder keine Ahnung, wie man die ausspricht, hier roter Frau. Frauen sind hier in diesem Spiel übrigens sehr, sehr krass. Also ohne Scheiß, ne? Naruto kann sich davon mal eine gepflegte Scheibe abschneiden. Sie ist wirklich ein extrem harter Brocken, gegen den ich ziemlich oft im PvP antreten muss. Ziemlich nervig gegen sie, ist wirklich hart, zerfickt alles und kommt, wenn sie tot ist, noch einmal kurz wieder, um Hallo zu sagen und nochmal eine Runde zu nerven. Bisschen stärker als zuvor. Lass, das ist ein Charakter, den man unbedingt mit kritischen Treffern ausrüsten sollte und bei ihm auch auf kritische Treffer immer skillen, denn dadurch pusht ihn wirklich extrem. Dadurch entfaltet er sich wirklich hart und er ist ein unnormal krasser Charakter, den ich schon habe, weswegen ich mich sehr freue. Amy ist eine Heilerin und Ronan ist eine Schutztante. Ich weiß nicht genau, ob ich sie mit reinnehmen werde oder vielleicht einfach irgendwen anders, weil ich glaube, eine Heilerin wird reichen. Ich brauche nicht eine Heilerin und einen Schutztypen. Das sind natürlich alles SR-Charaktere und davon habe ich bisher nur einen, also fehlen mir drei. Und ich bekomme, so wenn ich mich ein bisschen anstrenge, noch zwei weitere SR-Charaktere und von denen und naja. Einer habe ich halt so ein bisschen verkackt. Also das ist jetzt natürlich nur so ein grober Schnitt für euch, dass wenn ihr die Gelegenheit habt, diese zu bekommen, dann schnappt sie euch, kackt nicht so wie ich ab. Amy und Elises sind ein bisschen schwieriger zu bekommen. Also wenn ihr dann diesen einen Auftrag fertig habt und davon die Belohnung euch abholt und deswegen einen SR-Charakter bekommt, dann könnt ihr dadurch nicht Elises und Amy nehmen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, diese beiden zu nehmen, dann holt euch zumindest als erstes direkt Elises, dann habt ihr einen guten Damage-Dealer. Und wenn ihr dann von dieser Mission das SR-Rang-Ticket bekommt, dann könnt ihr euch dort Lass holen. Habe ich auch so gemacht. Also ich habe mir zwar auch noch einen geholt, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Der ist auch ein ziemlicher Ficker, aber ich glaube, die sind um einiges stärker. Aber gut, Freunde, das war es jetzt eigentlich schon wieder mit diesem Video. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung, falls ihr es auf eurem PC zocken wollt. Wenn nicht, dann ganz normal im Play Store oder halt im Apple Store. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? Kommt ruhig in meine Gilde. Ist zwar ab 125.000 Kampfkraft kann man sich da anmelden, beziehungsweise kann man eine Anfrage stellen, beziehungsweise kann man sie einfach reinjoinen, soweit ich weiß. Also bei mir hat es einfach Klick und dann war ich drin. Und ja, die Gilde heißt Germans. Also kommt ruhig rein. Das war es jetzt eigentlich auch schon wieder von mir. Samstag kommt dann wieder ein Anime-Video. Ich glaube, das wird so einige interessieren und da wird es eine gute Diskussion raus entstehen. Nächste Woche Mittwoch gibt es dann wieder Grand Chase und darauf die Folge Mittwoch nochmal Grand Chase und dann versuche ich da wieder vielleicht Anime-Empfehlungen rauszuholen oder ganz normale Samstag-Videos auch noch mit reinzupacken. Vielleicht wird es zeitlich klappen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es zeitlich klappen wird. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich werde mein Bestes geben, dass ich das schaffe. Ich bin guter Dinge. Ich hoffe, ihr seid guter Dinge. Probiert das Spiel aus. Klickt in den Link in der Beschreibung. Und probiert es einfach mal aus. Das war es allerdings aber auch schon wieder von mir. Wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.